Hallo und willkommen, liebe Zuschauer. Viele Menschen bereiten sich vor auf die große kommende Krise und das auch zu Recht. Und sie spüren natürlich, dass es hier möglicherweise kriegerische Auseinandersetzungen gibt, dass es Unruhen gibt, dass es ja den Blackout gibt, also wochenlang oder tagelang zumindest ohne Strom, ohne Energie im Winter, ohne die Möglichkeit zu heizen. Aber auch natürlich die Lebensmittelsituation, dass sich die eben verschärft. Ja. Und ja, sie bereiten sich vor, indem sie sagen, okay, wir flüchten einfach in die Natur, in die Wälder. Wir machen Survival-Training im Wald und wir werden das Ganze dann im Wald durchstehen und hinüberkommen irgendwie in eine neue Zeit. Und ja. Survival-Training und der Fluchtrucksack, ja, der muss halt auch immer gepackt sein, der muss griffbereit sein, der muss auf jeden Fall schon fertig sein. Ja, wenn es dann heißt im Radio, ja, die und jene Situation ist eingetreten, dann muss ich aufs Land in den Wald flüchten. Ja, ist diese Flucht in den Wald wirklich eine Alternative? Und ja, wenn wir die Bibel lesen, wissen wir, dass diese Drangsal kommen wird, aber eben eine andere Lösung ansteht, nämlich nur die, indem wir uns Gott wieder zuwenden. Ja, und er sagt ja, wir sind von einer anderen Welt. Ja, wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Ja, und ja, diese Welt wird eben vergehen. Ja, und das ist die Geschichte, kann ich das hier überleben? Die Drangsal, indem ich in die Natur gehe. Und wir werden jetzt gleich sehen anhand eines Videos, eines kurzen Clips aus China, dass hier schon etwas geplant ist, auch für diese Menschen, ja, die hier in die Natur fliehen. Und ja, das sieht nicht gut aus. So, hier haben wir einen Clip von einer chinesischen Universität. Und hier heißt es, autonome Drohnen fliegen durch einen chinesischen Bambuswald. Ja, und ja, diese Geräte hier sind noch relativ bunt, blau und man kann sie erkennen, aber sie könnten eben auch olivgrün sein, ja, oder tarnfarben grün sein. Ja, wir haben hier ein Projekt, ein ziviles Projekt einer Universität, aber wir können davon ausgehen, dass das Militär solche Dinge schon auch besitzt und einsetzt. Ja, und wir schauen jetzt in diesen Clip. Also diese Drohnen völlig eigenständig navigieren sie durch diesen Wald. Ja, sie können schmale Lücken finden. Sie erkennen umgefallene Bäume auch. Alles eigenständig, künstliche Intelligenz. Ja, und Büsche. Einen unebenen Grund und extrem dichte Gebiete können sie erkennen und durchfliegen. Blätter. Also nochmal, hier haben wir dichte Regionen. Also die Drohnen völlig eigenständig können durch diesen Wald hindurchfliegen auf die andere Seite. Und ja, sie können natürlich auf diesem Flug noch vieles andere tun fürs Militär, ne? Euch entdecken zum Beispiel, ja, und so weiter. Filmen auch, wie diese eigene Drohne, die das hier alles filmt. Ja. Ja, interessant auch die Hintergrundmusik. Ja, das erinnert mich auch immer so an das Weltwirtschaftsforum von Klaus Schwab. Seine Werbefilme, dass wir nichts besitzen werden und froh dabei sind. Ja, ja, die haben ähnliche Musik im Hintergrund. Ja, offensichtlich hier kein Zufall. Ja,
Also wie gesagt, das ist hier die Zukunft im Wald. Falls ihr flüchten möchtet, jetzt kann man sagen, okay, das dauert ja noch viele, viele Jahre, bis das dann mal aktiv wird. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das geht ganz schnell, weil diese Geräte werden auch nicht viel kosten. Ja, und ja, man wird sie halt in vielen, vielen großen Schwärmen einsetzen können. Also auch diese Möglichkeit ist eigentlich utopisch. Also kehrt um, findet zu Jesus Christus. Nur er rettet, nicht wir selber, auch nicht dadurch, dass wir in den Wald gehen. Wendet euch Jesus Christus zu. Alles Gute euch. Shalom.